Platz 7 und damit die direkte Qualifikation für die Olympischen Spiele 2016 in Rio ist das Ziel der deutschen Basketballnationalmannschaft bei der am morgigen Tag beginnenden Europameisterschaft. Das Team um NBA-Superstar Dirk Nowitzki trifft in der Gruppenphase auf Island, Spanien, Serbien, die Türkei und Italien. Die Partien der Gruppe B finden allesamt in der Mercedes-Benz-Arena statt. 5 Spiele in 6 Tagen, die schwerste Gruppe der Europameisterschaft. Wie die Alba-Legenden Mita Demirel und Henning Hanisch die Chancen des deutschen Teams sehen, verraten sie uns heute im Thema des Tages. Aber nun noch ein paar Infos zur Person Mita Demirel. 5-mal deutscher Meister mit Alba Berlin, 4-mal Pokalsieger Bronze bei der Weltmeisterschaft 2002, Silber bei der Europameisterschaft 2005. Albas Sportdirektor Mita Demirel ist ebenfalls ein Titelsammler und kümmert sich aktuell um die sportlichen Geschicke des Berliner Basketball-Bundesligisten. Mita Demirel, Sportdirektor von Alba Berlin, sitzt neben mir. Schön, dass wir uns mal wieder treffen. Als allererstes die Frage, es soll um die Europameisterschaft gehen. Ich würde trotzdem gerne noch fragen, ich denke, es war ein arbeitsreicher Sommer für euch. Wie zufrieden bist du mit den Neuzugängen, die ihr verpflichten konntet? Und wie sehr freust du dich jetzt vielleicht schon auch auf die neue Spielzeit? Ja, ich freue mich erstmal total, dass es jetzt wieder auch richtig mit den Spielern losgeht. Es war ein langer Sommer, wir haben viele Entscheidungen treffen müssen. Ich denke, wir können sehr zufrieden sein mit den Spielern, die wir für uns gewinnen konnten. Und das ist ein Kader mit sehr viel Potenzial. Natürlich müssen sich die Rollen erstmal vernünftig verteilen. Das Team muss sich erstmal finden. Das wird dieses Jahr natürlich auch durch die Europameisterschaft schwieriger werden, weil die Spieler halt noch sehr lange in dem Turnier sein werden, dass sich unsere Mannschaft findet. Wir haben halt wenig Zeit, aber das wird ein Prozess sein, der schon länger andauern wird als in den letzten Jahren. Gefunden hat sich hoffentlich die deutsche Nationalmannschaft. Es ist eine recht schwierige Gruppe. Was traust du dieser Mannschaft zu und welche Rolle können und sollen eure Spieler von Alba Berlin im besten Fall für die deutsche Nationalmannschaft spielen? Ich kann mich nicht erinnern, seitdem ich so im Basketball bin, dass es mal so eine interessante, qualitativ hochwertige Gruppe gibt wie dieses Jahr. Ich freue mich total auf die Spiele. Es sind jeden Tag, 6 Tage lang, jeden Tag 3 echt tolle Spiele zum Zugucken und dementsprechend wird es aber auch schwer für Deutschland sein, sich in dieser Gruppe zu beweisen. Das ist ein Turnier. In solchen Turnieren kann in dieser kurzen Zeit sehr, sehr viel passieren. Man kann nur das machen, was eine deutsche Mannschaft immer ausgemacht hat, eine eingeschworene Einheit sein auf dem Spielfeld, auch abseits des Spielfeldes. Und dann muss man sich in so ein Turnier halt reinsteigern und einfach zusammen als Team auftreten. Und dann ist auch mit der Qualität, die die deutsche Mannschaft mitbringt, auch alles möglich, auch gegen vermeintlich stärkere Gegner. Alex und Nils sind, perfekte Teamspieler, die so ein die so eine Mannschaft insbesondere in so einem Turnier einfach besser machen können. Und aufgrund auch ihrer Charakterstärke und auf ihre Teamfähigkeit werden sie wichtige Impulse setzen können in dem Turnier. Du hast eben schon von der Einheit gesprochen, eine zusammen eingeschworene Einheit soll es im Endeffekt sein. Es ist immer ein Satz, der mit deutschen Mannschaften, egal in welcher Sportart, immer fällt. Aber was versteckt sich da tatsächlich hinter? Wie wird man so eine Einheit und was macht so eine Einheit dann auch aus? Ich glaube, dass man erstmal die Egos zurückschrauben muss und sich wirklich nur auf den Erfolg der Mannschaft konzentriert. Und das sind viele Dinge auf dem Feld, aber auch ganz viele Kleinigkeiten abseits des Spielfeldes. Und das ist in so einem Turnier, wenn man sich einige Teams anguckt, die sehr viele gute Einzelspieler haben, die zerfleischen sich manchmal schon während eines Turniers. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz großes Plus der deutschen Mannschaft. Einer, der auch für den Zusammenhalt definitiv steht, ist Dirk Nowitzki. Den kennst du ganz gut, kann man sagen. Warum ist der eigentlich so unfassbar normal geblieben? Ja, weil er erstmal ein sehr guter Typ ist, einen hervorragenden Charakter hat und ein Vorbild für jeden Sportler so sein kann. Und ich meine, er ist jetzt 37, hat Unfassbares geleistet, nicht nur im Basketball, sondern ich finde auch in der Welt des Sports. Und wenn jemand sich immer noch überhaupt gar nicht verändert hat von seinem Charakter und von seinem Auftreten, das sagt schon eine Menge aus. Jetzt betreibt ihr bei Alba Berlin ja auch sehr viel Nachwuchsförderung, seid da sehr engagiert, ein großes Ereignis wie eine Europameisterschaft in der Stadt zu haben. Was muss man davon partizipieren? Was kann man davon partizipieren? Und kann man da vielleicht auch das so schaffen, wie das andere Sportarten wie Handball damals zum Beispiel bei einer Heimweltmeisterschaft auch geschafft hat, dass man vielleicht dann jetzt auch den einen oder anderen zusätzlich zu denen, die eh schon Basketball spielen, danach irgendwie durch, ja,
eine Euphorie dann dazu kriegen kann, Basketball zu spielen. Ja, die Nachfrage auf Tickets war enorm groß. Das hat natürlich auch damit zu tun, dass Berlin auch insbesondere durch Alba eine absolute Basketballstadt geworden ist in den letzten 20, 25 Jahren. Und Leute interessieren sich einfach für Basketball und jeder Basketballkenner, nicht nur in Berlin, in Deutschland, sondern in Europa, ist extrem heiß auf so ein Turnier. Und ich glaube, dass man sich über die Organisation und dem Drum und Dran um die Arena und so braucht man sich gar keine Gedanken machen. Das ist auf allerhöchstem Niveau in Europa. Und deswegen kommen die Leute auch sehr gerne her. Natürlich verbindet man solche Turniere auch gerne mit Erfolgen. Und das wird extrem schwierig werden für die deutsche Mannschaft. Aber ich hoffe, dass die Zuschauer den nötigen Push geben können, dass die Mannschaft da über sich hinauswachsen kann und auch in die nächste Runde kommen kann, und dann ist sowieso alles möglich. Bedanke ich mich, wünsche dir viel Spaß. Ich denke, du wirst dir das ein oder andere Spiel auch angucken. Auf jeden Fall. Definitiv. Und wir sprechen gleich mit Flying Henning Harnisch. Flying Henning Harnisch, der Basketballprofessor, war Teil des legendären deutschen Teams, das 93 die Europameisterschaft gewann und somit den Sport in die breite Öffentlichkeit katapultierte. Seine Titelsammlung ist ebenfalls beeindruckend. 9 deutsche Meistertitel mit Leverkusen und Berlin, 5-mal Pokalsieger, 2-mal Deutschlands Basketballer des Jahres. Aktuell schafft Henning Harnisch die Voraussetzung dafür, dass viele Kids Basketball spielen können, im Rahmen von verschiedenen Nachwuchs- und Schulprojekten. Henning Harnisch, Europameister von 1993, sitzt neben mir, und als allererstes dann auch die Frage 1993. Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, da war ich fast 8 Jahre alt. Ich habe gerade gefragt, wie alt du eigentlich bist, genau. Da war ich fast 8, und ich weiß noch ganz genau, dass nachdem ich Basketballspiele gesehen habe, ich dann in einem Unterhemd in den Garten gegangen bin und auch Basketball spielen wollte. Und ich hatte dann so eine Mülltonne mir an den Baum gemacht, und aber so, dass ich danken konnte. Leider bin ich nicht mehr gewachsen und deswegen war es dann vorbei mit dem Basketballspielen. Aber was ist deine prägendste Erinnerung an diesen unglaublichen Erfolg? Also erstmal ist einer der schönsten Einstiege in einem Interview, die ich je miterlebt habe, also was Basketball alles erreichen kann. Deswegen die Frage nochmal, die habe ich jetzt vergessen. Was deine schönste Erinnerung an diesen unglaublich großen Erfolg ist? Ich glaube, die schönste Erinnerung ist eigentlich, irgendwann weiß man das ja alles gar nicht mehr, weil es so lange her ist, dass wir jetzt Klassentreffen hatten, 20 Jahre vor 2 Jahren, glaube ich, ja genau, 2013. Und der Bayerische Rundfunk netterweise eine Dokumentation gemacht hat und uns auch positiv konfrontiert hat mit seinen eigenen Archivaufnahmen. Und dieses Leute-Treffen, ganz schön alt jetzt, und dann aber das nochmal sehen und spüren, das war toll. Und diese Erinnerung habe ich direkt. Und so ist es eher. Also nicht, dass ich jetzt sagen könnte, vor 23 Jahren war das so und so. Aber ich glaube, alles im Allen ist etwas, was man ganz groß auf der Habenseite hat in seinem Leben. Das ist natürlich fein. Definitiv, weil ich glaube, da wird man auch immer in Verbindung mitgebracht und auch immer darauf angesprochen. Jetzt habe ich eben schon in der Presserunde gehört, Expertentipps von dir kriege ich nicht. Trotzdem, was charakterisiert diese aktuelle deutsche Nationalmannschaft besonders? Na, es wäre ja ein Teil von Expertenzeug, da halte ich mich raus. Also ich kann sagen, mich freut es total, dass Dirk Nowitzki auf eine Art sich das antut, ne, mit 37 Jahren sowas nochmal mitmacht. Ich finde das grandios, und so ein großer Sportler dabei ist. Und ich glaube, eigentlich sollten wir die ganze EM-Vorrunde ihm halt zujubeln. So. Mich freut es, dass zwei gute Jungs von Alba mitspielen, die eigentlich stehen für, was so eine Mannschaft braucht. Ne? Also es sind Mannschaftsspiele. Bei Nils natürlich toll in der eigenen Stadt. Ich meine, es ist wirklich ein Günstling immer. Und bei Alex toll, dass er seinen eigenen Weg so abrundet. Das hat er sich wortwörtlich erarbeitet und sowas. Also da bin ich Sportromantiker, also sowas freut mich immer. So viel dazu. Kann man aus dieser Europameisterschaft mit Spielen in Berlin auch es schaffen, dass man dadurch noch Kinder erreicht, die jetzt noch nicht Basketball spielen, die das mitkriegen? Kann man das, und inwieweit muss man von dieser Europameisterschaft, oder kann man auch partizipieren, dass man eben den Basketball ein Stück nach vorne, noch ein Stück weiter nach vorne bekommt? Einerseits ist es schwer messbar, andererseits gibt es Biografien, so wie deine, die halt das zeigen, das kann eine Menge
bewirken. Und ich glaube immer, dass es da so Wechselwirkungen gibt. Deswegen finde ich es gerade ein bisschen schade. Man spürt es noch nicht so richtig in der Stadt. Ne? Da hängen keine Plakate und so. Aber die Spiele sind alle ausverkauft. Die Spiele sind ausverkauft, aber ob wirklich so viele Berliner Kinder das so mitkriegen, hoffentlich, ja, wird man sehen, wenn die deutsche Mannschaft und aber auch generell das Turnier so charmant ist, wie es angelegt ist mit dieser Wahnsinnsgruppe. Und ich glaube, wenn die deutsche Mannschaft weiterkommt und so einen Weg geht, ich glaube, dann ist das, hat das sehr viel Potenzial dafür, dass es Kinder positiv beeinflusst. Vor allen Dingen, wenn die eh schon in ihrem Umfeld welche kennen, die spielen. Also sowas nehmen wir natürlich auch sehr, sehr dankbar mit, dass so ein Fest hier in der Stadt ist. Abschließend die Frage, eben viel schon das Wort Sportromantik. Wie kann man sich das vorstellen, wenn du dir die Spiele anguckst, auch von der deutschen Nationalmannschaft? Ist es ein Mitfiebern oder ist es einfach sich angucken, weil es sehr schöner Sport ist und sehr schöne Spiele sind? Ehrlich gesagt habe ich weiß nicht wie lange, nicht mehr ein Spiel der deutschen Nationalmannschaft live gesehen. Deswegen, ich weiß es nicht. Also ich weiß, dass ich Samstag habe ich... muss ich nachmittags ins Märkische Viertel, das ist so meine Welt. Also da kann ich nicht zum Spiel. Ich gehe mit meiner älteren Tochter Sonntag hin und da freue ich mich drauf, so wie wir uns alle freuen, so als Sportler. Und bin neugierig und möchte sehen, wie die Halle wirkt. Und aber auch dann sehen, ich meine, wir spielen gegen Spanien. Das ist schon ein ganz großartiger Sport und mal gucken. Wünsche ich viel Spaß bei Europameisterschaft im Basketball, steht vor der Tür. Wenn Sie in der O2-Welt bzw. Entschuldigung, Mercedes-Benz Arena live dabei sind, dann viel Spaß dabei und ansonsten am Fernseher Daumen drücken.